Hilfe, ich bin ein emotionaler Esser. Bist du ein emotionaler Esser und hast du das Gefühl, dass du nicht abnehmen kannst, weil du ein emotionaler Esser bist? Dann gebe ich dir jetzt ein paar Tipps. Bevor ich auf meine Tipps eingehe, möchte ich erklären, was ist denn überhaupt ein emotionaler Esser bzw. was ist emotionales Essen? Es sind Emotionen, die uns zum Essen verleiten. Was sind denn jetzt emotionale Gründe? Emotionale Gründe können sein Traurigkeit, Einsamkeit, Langeweile, Stress und da gibt es noch ganz, ganz viele. Die meisten essen aus Langeweile, aus Einsamkeit, aus Ärger, Traurigkeit. Und wenn du ein emotionaler Esser bist, dann nützt auch keine Diät, weil du kannst weniger essen, du kannst viel Sport machen, du kannst dir Lebensmittel verbieten, du wirst auch abnehmen. Du wirst aber das Gewicht größer Wahrscheinlichkeit wieder zunehmen, weil du an deinen Emotionen nichts getan hast oder an deiner Art, wie du mit deinen Emotionen umgehst. Jetzt zu meinen Tipps. Bekomme erstens raus, welche Emotionalitäten dich, also welche Gründe dich essen lassen. Bist du zum Beispiel ein Mensch, der zum Beispiel isst, wenn er Langeweile hat? Dann ist es wichtig zu schauen, in welchen Momenten habe ich Langeweile und was kann ich dagegen tun. Bist du zum Beispiel ein Typ, und dazu gehöre ich esse, wenn ich emotional erschöpft bin. Dann achte ich darauf und überlege mir, was kann ich denn tun, um nicht mehr emotional erschöpft sein. Das heißt, ich setze Grenzen. Ich achte darauf, dass ich Nein sage, wenn ich nicht mehr möchte oder wenn ich etwas nicht möchte. Ich merke, wenn ich etwas müde bin oder ich etwas nicht machen möchte, dann mache ich das auch nicht. Also ist, bevor du versuchst abzunehmen durch ein Kaloriendefizit, durch mehr Sport, durch weniger Essen, solltest du erstmal herausbekommen, ob du ein emotionaler Esser bist. Und wenn du ein emotionaler Esser bist, bekomme heraus, welches sind denn deine emotionalen Gründe, warum du isst. Und am Schluss ist es so, dass du versuchst, diese Emotionen, die du hast, halt daran zu arbeiten, dass du nicht mehr dazu kommst. Nochmal ein ganz kurzer Tipp, wenn du zum Beispiel aus Enttäuschung isst, dann schau, was enttäuscht dich denn oder wer enttäuscht dich. Und lerne daraus, dass du vielleicht Leute nicht zu schnell an dich heranlässt, nicht immer Ja sagst. Und das sind meine Tipps für dich, wenn du ein emotionaler Esser bist und wenn du unbedingt abnehmen möchtest.